Und damit hallo und recht herzlich willkommen zurück hier zu Frozen Flame. Mal grüßen. Hi, schön, dass ihr da seid. Ich freue mich. Und heute müssen wir auf jeden Fall mal ein bisschen sammeln. Wir müssen die Hütte irgendwie noch fertig kriegen, in Schuss bekommen zumindest. Ob ich sie jetzt wirklich komplett fertig bekomme, ist so ein Rätsel. Zumindest jetzt so am Anfang. So schnell. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht. Okay, wir haben einen Punkt zu vergeben. Verringert die Auswirkungen des Handzitterns beim Zielen mit dem Bogen. Auch nice. Was ist das? Die durch das Töten von Feinden gewonnene Flamme führt zu einem Anstieg der Kampfenergie. Verlangsamt die Zerstörung aller Waffen. Momentum-Energie. Jeder erhaltene psychische Treffer führt zu einem Anstieg der Kampfenergie. Erhalte zusätzlich Ausdauer. Ausdauer ist natürlich auch nicht schlecht, aber muss ich jetzt nicht unbedingt haben. Was ist das? Angriffe mit Schwertern und Zweihandschwertern verbrauchen wesentlich weniger Ausdauer. Braucht aber 3 Energie. Oh ja. Ich hörte mal das mit dem Bogen machen, glaube ich, mit dem Gezittere. Dann ist das weg. Ja, euch muss ich auf jeden Fall zerstören, weil ihr komischen Samen gebt, die brauchen wir noch. Oh, die sind nicht alle sofort angreifen, voll aggro. So. Hab ich dich. Da haben wir nochmal so ein Sämchen. Aber 2 haben wir jetzt bekommen, ne? Ne, 1 und das andere hat mir so ein Ding gegeben wieder hier. So eine Leuchteteile für die Nacht. Da ist ja schön. So viele Leuchtezeug. Okay. Wir sind jetzt aktuell hier. Ich werde jetzt mal hier vorne nochmal abchecken, was da so abgeht. Gut, jetzt kommen die Fuzzis wahrscheinlich wieder. Ja. Kommen irgendwie immer wieder, glaube ich. Was? Geil. Das ist ja scheiße. Jetzt komm her, du. Die halt auch immer wieder kommen. Das ist ja creepy. Nein, das Standort-Ding ist einfach total versorgt. Guck mal da. Seht ihr, das sind die da, ne? Da kommen die immer raus. Nein, ich wollte sammeln. Danke. Äpfel, schon mal gut. Es bringt nur leider nichts, die Äpfel zu essen. Ganz ehrlich, guckt euch das an, was da auffüllt. Ganz wenig nur. Viel zu wenig, meines Erachtens nach. Und Apfel ist ja schon eine gute Mahlzeit. Die kann schon mal ein bisschen mehr heilen. So, hier mal noch ein bisschen Busch abkrabbeln. Zart anfassen mit meinen zarten Händchen. So. Ich denke mal, die Fasern wiegen jetzt nicht so viel. Nein, hallo, krabbel mal richtig. Der Busch mag das. So, hier. Und das brauchen wir auch noch. Ja, auch alles Erfahrung tatsächlich. So.
Wird windig. Es wird windig hier. Okay, das nehmen wir mal mit. So, ich wollte jetzt eigentlich nur noch mal da hinten gucken. Wir gehen mal nicht da durch, sonst kommen die ja wieder. Wobei, da sind auch noch Kisten, ne? Warte mal. Jetzt kommen sie nicht wieder. Das ist ja lustig. Ah, okay. Kann ich währenddessen noch ein bisschen hacken. Ich muss bloß auf mein Gewicht achten. Das ist echt schlecht. Wenn ich dann wieder total überladen bin. Das war wieder so ein Olof Stein. Also Steine haben wir tatsächlich ein paar. Ein paar Fische könnte ich noch holen. Die gaben eigentlich auch ganz gut Energie. Aber da ist eben das Problem. Hallo, kannst du nicht schneller schwimmen? Wohin ging das? Ach, weil ich voll bin. Ich wurde überfüllt. Komisch, gerade jetzt. Ich konnte gerade noch rennen, ins Wasser reinrennen. Das Wasser hat mich einfach schwerer gemacht. Die Nässe an der Hose, meine ich. So, den essen wir eben mal schnell. Und wir... Keine Ahnung. Jetzt bin ich nicht mehr... Jetzt bin ich nicht mehr überfüllt. Wenn ich gleich nass bin, bin ich wieder... überlagert. Wisst schon. Also Fische sammeln ist echt easy hier. Oha. Ein Ausdauerdrang. Nice. Oh, ich hoffe, ich kann die Tränke später wirklich selbst herstellen, wenn ich es nicht kann. Ist blöd. Ja, da wir jetzt eh schon so langsam sind, kann ich jetzt auch mal die Steine noch eben sammeln. Oh, ich bin so stark. Ich bin Herkules. Das sieht man mir an. Ja, wieder läuft, Alter. Kannst du überhaupt noch springen, Kumpel? Naja, kaum noch. So. Also, wie gesagt, wir müssen unbedingt die Hütte mal zubauen. Oh, das ist die Türe. Das ist die Türe. Die soll hier hin. Erstmal. Dann können wir die irgendwie drehen. Ja, das passt. Man kann natürlich so eine Doppeltür machen. Will ich das? Geht das überhaupt? Wahrscheinlich ja. So. Okay, dann bauen wir mal das Teil. Sieht halt so schief aus jetzt. Keine Ahnung. Weil jetzt habe ich das unten gebaut. Ah, ist ja Trauma. So. Na, das wird wohl ein bisschen dauern, du, bis wir hier fertig sind mit dem Häuschen, weil wir müssen das ja noch. Wahrscheinlich die Stufe jetzt noch. Auf drei Stufen müssen wir die wahrscheinlich bringen. Wobei zwei würden auch reichen, wenn wir so ein Spitzdach machen würden. Ich bin mir aber nicht sicher. Okay. Ja, und das war's dann auch schon wieder. Oh ja, das passt. Super. Okay. Gut. Jetzt sind wir aber wieder leicht. Reicht wie eine Feder. Was haben wir hier noch drin? Wir haben jetzt hier die komischen Teile drin.
infizieren. Warum ich das jetzt... Achso, ich habe das in die Truhe jetzt gepackt, oder was? Ja. Also ich weiß nicht, ob ich das irgendwie verkauft bekomme oder zumindest kaputt gemacht bekomme für irgendwas. Leuchtet deinen Weg. Ich habe das jetzt schon inzwischen dreimal. Wäre schön, wenn ich das irgendwie zerlegt bekomme oder so. Nein, die doch nicht. Bist du wahnsinnig? So, okay. Naja, wie dem auch sei. Das haben wir soweit. Wir haben noch viermal Fisch. Achso. Was brauche ich denn für das blöde Bett? Das wäre das hier, ne? Strohbettung. Noch zwei Äste. Zwei Äste, Leute. Oh, guck mal, die Bäume sind nachgewachsen. Oh, das ist schön. Nein. Ich ertrage euch nicht, Stein. Ihr wollt mich immer verleiten. Oh. Ach, aber Äste. Äste, Äste, Äste. Natürlich Holz. Ohne Ende Holz. Okay. Das sieht schon mal gut aus. Hier haben wir noch ein paar Äste. Eins, zwei Fasern. Das ist nichts. Nochmal Äste. Nochmal Fasern hier. Und nochmal Äste und noch ein bisschen Baum. So. Immer kloppen. Ja, Prügel weich kloppen. Den Gumbel. Bis er dann aufgibt. So. Ich bin schon wieder voll. Er läuft schon wieder wie Herkules. Ah, geil. Ja, dann nimmst du mal den Stein noch mit. Komm, gib dir mal einen Bruch hier. So, Strohbettung können wir doch machen jetzt. Jawohl. Wenn ich dann schlafe, sollte das mir leicht Lebensenergie geben. Schlafen. Okay, das füllt sich. Das seht ihr auch oben links. Währenddessen kann ich ein bisschen Kaffee trinken. Bin ich da mit Augen offen? Ist ja gruselig. Ah, wei, wei, wei. Okay, also das füllt mich auch nicht auf. Das ist ja übel. Aber zumindest bin ich jetzt wohl ausgeruht. Du bist voller Energie für neue Abenteuer. Das ist schön. 212 von 200, das ist maximales Gewicht. Okay. Gut zu wissen. Das sind die Runensteine. Wir können die Samen. Können wir ja eigentlich schon mal mitnehmen. Und gucken, ob wir da was pflanzen können. Oh, hier. Auch nochmal Stein rum. Achso, warte mal, da mache ich das gleich mal weg. Nee. 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 Ich will das nicht. Wie habe ich das vorhin gemacht? Wie bin ich denn da? Ah, ja. Mit der Maus. Einfach mit der Maus. So. Okay. Gibst du mir das Holz oder liegt das oben? Ich bin mir nicht sicher. Oh, ja. So. Nee, das liegt irgendwie nicht oben. Keine Ahnung, wo das liegt. Es will nicht. Es hat keinen Bock. Stoffhandschuhe. Geil. Dafür brauchen wir jetzt nochmal Stoff. Stoff könnten wir vorne bei den zwei Typis bekommen. Das ist
eigentlich gar nicht mal so schlecht. Holz packe ich mal weg, sonst bin ich einfach überfüllt gerade. Die sind fertig. Ausgeruht für neue Abenteuer. Tätige mich freuen. In your face. Oh, das hat ein Geld. Bin begeistert. Ein Geld habe ich bekommen. Das ist ja nicht viel. Fasern. Ja, dann. Also wir müssen irgendwie noch Stoff herankriegen. Boah, das sind aber viele von den kleinen Viechern da. Oi, na guck mal. Aha. Oh, Gesundheitstränke, super. Oder zumindest einen. Aber damit können wir uns immer noch nicht dem Meister stellen da. Da drüben. Würde ich echt verdammt gerne, aber es ist einfach noch zu stark und es bringt dann ja auch nichts, wenn wir nur sterben. Das will ja auch kein Mensch. Oh ja, das nehme ich mit. Immer drauf kloppen! Oh, hau drauf! So, Stein. Ich will aber kein. Eigentlich will ich keinen Stein, ich will hier nur den Feuerstein, danke. Was war das? Was war mit diesem Stein da gerade? Der hat sich bewegt. Ein kleiner Stein. Putzelstein. Das kann ich gut gebrauchen für die Beete, für die Teile. Die brauchen wir nämlich auch noch zum Bauen. Sonst echt schlecht. Ich höre, glaube ich, schon wieder auf der linken Seite. Höre ich irgendwas. Muss ich hinsummen? Feuerstein, danke. Hier drin. Wie kriege ich dich... Wie kriege ich dich weg? Boah, wie gemein. Muss ich auch noch überlegen hier. Wahrscheinlich mit irgendeinem Feuer oder sowas. Hm. Magst du das? Es ist natürlich echt scheiße. Aber nein, es geht nicht. Okay. Gut. Probieren geht einfach über Studieren. Das ist nun mal so. Oh. Hier ist schon Schicht. Wir haben das Ende der Karte erreicht hier. Dann ist es wirklich nicht sehr groß. Aber wie gesagt, es ist Early Access. Wir machen das Beste draus. Machen eben so lange, wie es geht. Wenn wir alles gesehen haben, müssen wir eben pausieren und weitermachen, wenn es das nächste große Update gibt. So einfach ist das. Schweini! Nein, böse. Level 6, jawohl. Vielen Dank. Oh, das sind Mohrrüben oder sowas. Ne, das sind auch bloß die komischen Früchte hier. Okay. Fleisch ist mit Sicherheit richtig gut. Wie gesagt, das sollten wir dann doch schon nutzen. Ja, warte mal, ich nehme mal einen Bogen. Ich
Jawohl, Stoff brauchen wir. Äpfel, davon haben wir jetzt auch schon jede Menge. Das Problem an den Äpfeln ist, die wiegen ja auch was. Aber ich bin ja froh, dass sie mich überhaupt ein bisschen heilen, ganz ehrlich. Wäre ja schlimmer, wenn sie gar nichts machen würden hier. Von wegen hier gar nichts heilen, nichts machen. So, Moment, mein Hund kommt mit Leckerli-Stange im Maul. Die muss ich aufmachen. Moment eben. Oh, was ist das denn? Sieht aus wie ein Hotdog. Ja, ein lecker Hotdog. Okay. Gut. Oh, was ist das? Hab dich! Die fliegen bestimmt irgendwie schnell weg, wenn der nicht aufpasst. Hier sind die Pilze. Oh, was ist das? Äste nehme ich mit, danke. Sei doch nicht böse, kleines Schweinchen. Gib mir dein Fleisch. Okay, also ein Ding habe ich da unten gesehen, auf jeden Fall. Eins steht dort. Ich gucke lieber gerne, bevor ich das antickere, wo die Teile stehen. Und eins steht da. Fünf! Ach so, das sind fünf. Oh, Schande. Ja, das ist ja toll. Nummer 1. Und die Schweine greifen mich auch noch an. Ja, geil. Naja, soll ja nicht so einfach sein, wa? Ja, wartet mal, wenn ich hier fertig bin, dann nehme ich mir euer Fleisch, dreckigen Kleinen. Oh, guck mal, das ist eine Armee der Schweine hier. Hilfe. Was ist los hier? Oh, guck mal, wir waren echt schnell. Oh, das gibt richtig. Oh! Ey, es ist Schwein. Oh, die machen mir platt. Der hat mich fast platt gemacht, Tio. Au. Meine Güte. Oh, da werde ich uns einige Küchlein machen, also Kuchen. Sobald wir den Herd haben, werden wir das auf jeden Fall in Angriff nehmen und das machen. Ja, wir werden gleich mal zurückgehen, es ist ja eh Nacht gleich. Wir haben schon wieder einiges erlebt, hier. Feuerstein, nur den Feuerstein bitte erstmal. Weiß, wenn ich nämlich zu viel sammel von dem blöden Steingedöns. Ist auch schlecht, weil ich mich dann wieder nicht mehr bewegen kann. So, wo ist denn, wo muss ich denn hin? Da oben lang, ja, ist schon richtig. Immer laufen, immer laufen.
Hättest du dir vorher überlegen sollen und den Stoff brauche ich, danke. Das nehme ich auch sehr gerne mit. Ist. Okay. Gut, gut. Gut, 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 gut. Boah, bin ich ganz schön angeschlagen. So, direkt einmal beim Durchschwimmen zwei Fische gefangen. Ja, super. Und Torbus biegt. Oh, Mist. Ach, weil der keine Ausdauer mehr hat. Deswegen schießt er immer sofort. Okay. Na, ansonsten kann man das überspannen. Okay. Ich check alles ab hier. Lasst mich. Oh schön, da kommen sie mir auch nicht hinterher. Das ist nice. So, ich wollte jetzt den machen. Dann gucken wir mal. Wir haben das haben wir an. Das haben wir auch an. Okay, das ist das Oberteil, echt so ein komisches Gedingens. Ja, warum nicht? Herstellung, wir können. Hartkörper-Essenz brauchen wir 4 Stück. Einen haben wir im dem Dings drin. Mist, brauche ich noch eins. Ein so ein Weiz, so ein Samen, bitte. Jawohl, danke. Die lassen wir leider nicht alle was fallen. Eine gefrorene Flamme, danke. Oh, sehr gut. Dann haben wir zumindest das schon mal. So, ne, ich wollte ja hier hinten ran. Achso, wir brauchen noch Feuersteine. Haben wir nur einen von 3. Ja, das ist natürlich schlecht. Wir kriegen immer nur einen so ein Teil. Da oben ist auf jeden Fall noch mal ein Feuerstein. Gut, das machen wir jetzt mal kurz. Ich weiß auch nicht, ob das jetzt reicht, wenn wir den jetzt abbauen. Ansonsten machen wir das dann eben in der nächsten Folge, weil ich mache die jetzt so circa immer so ja, 30 Minuten. Das geht nicht auch zu lange. Nur die erste Folge war also über eine Stunde. Ist ja okay. Oh, mal 2. Also eins können wir machen auf jeden Fall. Einen können wir machen. Aber dann brauchen wir noch zwei, glaube ich. Was brauchst du? Aus einem magischen Samen. Davon habe ich ja. Brauche ich. Nee, ich nehme mal dieses Flammenzeug mal nicht. Weil, wie gesagt, die Sämchen bräuchte ich noch. Einen haben wir hier. Einen haben wir da. Der andere ist gleich fertig. Dann haben wir 3. Sommerholzkäfer. Als Zutat in einem Gericht schützt er vor Elektrizität. Der Sommerholzkäfer lebt jetzt in der Wiege der Hüter und im gebrochenen Tal. Aber vor dem Spalt war er überall in Arcana zu Hause. Überall in Arcana. Also wie groß ist denn Arcana wieder? Weil das kleine Stückchen Erde hier oder Fleckchen hier ist ja nicht ganz Arcana. Das glaube ich ja kaum. Nur ein ganz kleinen Abschnitt davon. Bei der Wiege des Hüters. So, hier, danke. Komm mit Stein. Lass nicht leiden, wenn du da rumliegst.
Achso, das. Oh, hier haben wir schon wieder 9 Steine. Wenn wir 9 Steine brauchen, können wir die einfach holen. So, das kommt, du kommst da mal mit rein, du auch mal, weil Elektrizitätsdinger habe ich jetzt nicht. Ja, wir müssen zusehen, dass wir dann nächste Folge irgendwie den Ofen zusammenbekommen. Dass wir uns anständige Gerichte machen können. Uns fehlt dann nur noch ein einziges so eine Essenz und das heißt, wir brauchen eigentlich nur noch Feuersteine. Feuersteine, weil Samen haben wir genug. Für den nächsten. Dann können wir uns den Ofen machen, weil der ist, glaube ich, wichtig. Geht mal mit euch, noch schnell die Level-Dinger ab hier. Die durch das Töten von Feinden gewonnene Flamme führt zu einem Anstieg der Kampfenergie. Auch echt langsam, Zerstörung aller Waffen. So. Nein. Hör mal auf jetzt. Ich bin doch hier beschäftigt. Jawohl, danke. Was? Wo kommst du jetzt wieder her, du Kacker? Okay, wir nehmen einfach durchs Töten gewonnene Kampfbedingens. Oh Mist, die kleinen Käferchen sind ruckzuck weg. Wenn du die nicht fängst. Guck mal, jetzt sind sie wieder da. Aber wieder weg. Kann die auch nicht einsammeln. Ich glaube, dafür brauche ich wahrscheinlich was oder so. Bin mir aber nicht so sicher. So, hier, das hier. Guck mal, dieser Lagerfeuer brennt immer noch. Dieses Holz ist echt heftig. Blum, weg ist es. Ein Plan, was da passiert. So, Stein damit rein. Hier mal Fisch. Haben wir noch. Ach, mal Fleisch. Lecker Fleisch von den Tieren. Wildschweine. Das Fleisch eines Wildschweins, das über dem Feuer gekocht wird, stärkt dich und verringert Blutungen. Ah. Ja, nee, gut. Machen wir in der nächsten Folge, dass wir dann zusehen, dass wir Feuersteine rankriegen. Ein paar. Das sollte nicht so schwer sein. Und dann bauen wir unseren Herd. Dann können wir mal anständige Gerichte machen. Die uns dann auch aufhielen. Anständig aufhielen. Dann sage ich erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Ich gehe schlafen. Bis, ja, zur nächsten Folge dann. Macht's gut. Tschüss.